Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe gesagt, wir fangen in dieser Episode an, hier mal einen Schacht auszuheben und mir kamen einige ziemlich geile Ideen, was man hier in diesem Schacht eigentlich alles so anstellen könnte. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir uns von hier reingebuddelt haben, das Ganze aufweiten richtig und dann da eine riesige große unterirdische Farm anlegen. Wobei nur bedingt unterirdisch, weil ich dann vorhatte, an der Größe dieser Farm, ich sag mal so, ja, 9, 11. 11 mal 11 Blöcke vielleicht oder 13 mal 13 Blöcke und das ganze Ding dann bis ganz nach oben hin ausheben und dann ein richtig schickes Glasdach darüber setzen. Das könnte ziemlich geil aussehen. Natürlich müssten dann die Wände entsprechend verkleidet werden. Aber das könnte wirklich interessant sein. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob ich genügend Spitzhacken nach. Quatsch, mit zwei Spitzhacken brauche ich gar nicht erst anfangen. Also turnen wir nochmal eben rauf. Und ich habe mir auch überlegt, draußen vor der Tür können wir mal einen richtig schönen Eingangsbereich schaffen. Das könnte ziemlich interessant werden. So. Und so, und dann machen wir nochmal ein paar. Ein paar Spitzhacken. So, eins. Achso, ich müsste erst reinsetzen, ja. Zwei, drei, vier Stück sollten erstmal genügen. Zusätzlich zu denen, die wir schon haben. Ja, gut, dann gehen wir noch kurz an die Kiste, schmeißen den ganzen Kram wieder raus, denn davon bekommen wir mehr als genug. Nur die Stickies und die Kohle behalten wir. Das Zeug bleibt auch hier, die Schaufel behalten wir auch erst einmal. Hätte ich eigentlich auch noch eine verkommen. Ach Quatsch, das ist Blödsinn jetzt. Ich werde genug Material kriegen, wenn ich hier entlang grabe. Die Höhe 1, 2, 3, 4 ist okay. Ich baue sonst immer nur 3x3 Tunnel. Machen wir jetzt ruhig mal einen 4x4 Tunnel. Dann ist nicht so viel auszuheben. Wenn wir eine Höhle finden sollten, während wir hier im Gange sind, dann werden wir eine Seite zumachen erstmal, beziehungsweise die nähere Umgebung erstmal auskundschaften, eine Seite zumachen und die andere Seite auch absichern. Aber alles so ausgeleuchtet, dass da halt nicht direkt was spawnt. Und dann können wir uns da später mal an die Erkundung ranmachen. Aber wie gesagt, in die Höhlen möchte ich erst hineingehen, wenn wir über ausreichend Ausrüstung und Ressourcen verfügen. Klar, eigentlich sind Höhlenbesuche dazu gedacht, Ausrüstung und Ressourcen zu bekommen, aber mein Gott, ne? Und so. Eigentlich müsste ich ja noch tiefer graben, ne? Ich glaube, 10 Blöcke nach unten ist zu wenig noch. Aber machen das jetzt einfach erstmal hier. Graben uns mal ein paar Blöcke in die Richtung. Gucken mal, wo wir dann landen. So, den noch weg hier. Ja, gespannt. Ich hoffe, wir finden reichlich Eisen, denn ja, davon brauche ich eine Menge. Oh, da war eine Fackel hin. Und ach, das ist die. Ja, damit kann ich natürlich lange darauf rumhacken. Komm, auch das mal so und so. Da kann ich natürlich sehr lange drauf rumhacken. Mit der Spitzhacke. Das Granit, das ist gar nicht Granit, das ist, wie heißen diese Dinger? Die haben Andesit, was gab's noch? Hab ich vergessen. Diese Blöcke sind jedenfalls auch verhältnismäßig neu, zumindest in der Zeit, in der ich Minecraft gespielt habe. Letztes Mal war ich ein wenig schockiert, dass ich gesagt habe, oh, 100.000 neue Blöcke, was ist hier los? Das ist nicht schlecht, da kann man einige schicke Sachen mit machen. Das hier ist, glaube ich, ein Granitblock. Oh, was haben wir da? Eisen? Ist das Eisen? Oh, cool. Guck mal, sag ich doch, das lohnt sich direkt hier reinzugraben. Direkt mal einen Eisenflöz gefunden. Sehr cool. Hoffentlich ist der ausgiebig. Haben wir ein bisschen Platz hier, dass wir da vernünftig rankommen. Und dann holen wir uns das Zeug. Gucken. Ich brauche ja einiges erstmal an Eisen. Okay. Da war nix. Gut, dann graben wir das Ding mal weg hier. Gut, dann nehmen wir den noch weg hier. Oha, das fällt da oben nach. Das ist aber nicht so schön. Ich möchte eigentlich nicht, dass das nach oben hin aufgeht. Na, gucken wir mal. Wo ist meine Hacke? Da. Machen wir erstmal hier ein bisschen auf. Zweifelsfall lassen wir diesen einen Block da eben halt mal stehen. Ist ja nicht so eine Katastrophe. So, jetzt das Eisen her.
Das Eisen her. Eine Eisenspitzhacke müssen wir auch mitnehmen in die Höhlen. Wenn wir dann reingehen. Wenn wir Diamanten finden, können wir die ja nur damit abbauen. Redstone genauso. Früher war das mal egal, aber inzwischen geht es nur noch da. Wo ist denn die andere Fackel da? 1, 2, 3, 4. Ja, komm. Dann noch eine hin. Sonst brauche ich die immer im 5er Abstand. Aber da wir hier etwas breiter bauen als sonst, setze ich die mal etwas näher zusammen. Okay. Interessant. Ich frage mich, ob das noch funktioniert. Gucken, aber wahrscheinlich nicht aus dieser Position hier. Doch, das funktioniert noch. Sehr gut. Okay, alles klar. Na komm. Ah, okay, das klappt jetzt nicht. Dann machen wir die halt so weg. Und hacken uns hier nochmal. Erstmal durch. Wo ist er da? Na gut, haben wir schon mal ein bisschen Eisen gefunden. Das ist ja schon mal ganz schick. Jetzt kommt das Zeug natürlich noch runter. Zack. Okay, da oben ist Gestein. Das lassen wir dann ruhig mal da. Schadet ja nicht. Aber das hier holen wir nochmal runter. So, den wegnehmen. Den wegnehmen. Und dann hacken wir diesen hier. Bob, so, der ist auch weg. Dann haben wir den weg. Obwohl, nein, das dauert zu lange. Das ist Quatsch. Den ab. So, und den weg. Okay. Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. So ist die Schaufel. Da. Zack. Den weg, den weg und den weg. Das ist ein Dreck, ey. Den braucht doch kein Mensch hier. Okay. Hauen wir jetzt den weg. Und den weg. Und den weg. Und der kam runter. Hauptsache, da oben fällt dann nicht ein Creeper oder sowas durch. Das wäre extrem uncool. Aber das sieht gut aus da. Dann machen, komm, machen wir das hier auch noch weg. So, na komm. Sehr gut, und den auch noch. Sehr schön. Und jetzt haben wir die hier noch runter. Das sieht auch gut aus. Dann sollte da eigentlich auch zu sein. Na, du, der bleibt bitte. Ne, der kommt auch runter. So, gut. Und hier. Dann haben wir da oben so eine kleine Ausbuchtung. Das ist dann halt so. Stecke ich eine Fackel rein oder sowas, dann sieht das ganz hübsch aus und passt schon. Oder wir fangen hier mit unserem Garten schon an. Das können wir natürlich auch tun. Wäre ja eine Maßnahme theoretisch. Ja, dass wir quasi sagen, okay, hier geht unser Treppenhaus da hinten dann runter und dann kann man hier ein paar Truhen hinstellen für den Lebensmittelkram. Und ab hier, ab diesem Punkt hier, fangen wir dann an, dieses Gartending auszuheben. Keine schlechte Idee eigentlich. Kann ich eigentlich direkt mal mit anfangen. Naja, gut. Dann hauen wir den noch weg. Das Ding weg. So, wollen wir den mal wegmachen hier? Ach komm. So, jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Fackeln wieder ab hier. Und hacken den raus und den raus. Und die beiden Blöcke da auch noch weg. Na komm, nimmst du den weg. Gut. Und hier kommt es auch. Hier ist überall dieser komische Dreck. Was ist denn das überhaupt in der deutschen Übersetzung? Kies. Okay, alles klar. Das ist alles Kies. Soll mir recht sein. Hauptsache, es spawnt hier nichts Böses. Ach, vielleicht hätte ich mal da unten Fackeln hinstellen sollen, ne? Jetzt bleibe ich natürlich stehen. Oh, das ist ja überall so. Wie furchtbar. Das kann ja noch was werden hier, die Dinger wegzukloppen. Sehr gut. Machen wir das hier auch nochmal so. Zack, zack, zack. Fackeln rein. Oh, das hat ja genau gepasst. Wie schön. So, die vier sammeln wir wieder ein. Und weiter geht's. Den weg, den weg, den und den. Und dann machen wir den weg hier. Und den weg hier. Den weg hier. Ja, das gefällt mir so. Wenn wir diesen ganzen Mist-Kram
Kies hier abgetragen haben, dann können wir ein bisschen in die Breite gehen. Und zunächst mal hacken wir das hier weg. So, zum Glück fällt das alles nicht zusammen. Das wäre sonst sehr uncool. 3, 4, 1 noch, okay. Wenn die Bahn durch ist, setzen wir wieder Fackeln. Das sieht auch gut aus soweit. Ich wusste gar nicht, dass das so weit oben liegt, der ganze Kram. Wir sind ja nur 10 Blöcke unter dem Seeboden, den wir da hinten haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das geht ja fast bis oben hin, das Zeug hier. Na gut. Und das gleiche Spiel nochmal, solange bis das auffällt mit dem blöden Kies da unten. Oh, was ist das? Ist das Gold oder ist das Eisen? Ich hoffe, das ist Eisen. Weil mit Gold kann ich hier nicht ganz so viel anfangen. Brauche ich eigentlich nur, um eine Uhr zu bauen. Sieht aber eher wie Gold aus. Okay, dann machen wir das gleich mal so. So, die vier sammeln wir wieder ein. Das ganze Zeug hier einsammeln. Und jetzt hacken wir das hier wieder alles weg. Zack, zack und zack, zack, zack. Da gehen wir ruhig in die gesamte Höhe, ne? Denke ich. Oha. Oha, da stellen wir kurz eine Fackel rein. Oha, ist da viel runtergekommen. Holla die Waldfee. Das ist ja nicht wenig, ne? Ich glaube, da müssen wir mal wieder zumachen. Sonst fällt uns hier noch alles auf den Kopf irgendwann. Na komm schon. Geht doch. Danke. Okay, ich glaube, wir gehen auf unser 4x4-Dings zurück. Den weg. Ja, dann hacken wir diesen hier noch ganz ab. Und danach gehen wir auf das 4x4-Maß wieder runter. So wie da vorne auch. Das war schon ganz gut, denke ich. Kann ich mal gucken, wie viele Felder wir jetzt dann freigegraben haben in der Höhe. Huch! Oh, jetzt habe ich die Fackel da oben weggenommen. Na komm, bau die da ran. Geht doch. So, hier geht's los. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, ein bisschen müssen wir noch. Ich wollte ja auf 13 mal 13. So, 2, 3, 4, 5. Dieser hier ist das. So. Genau, immer schön versetzt. Da können wir, denke ich, am besten mit klardern. So, jetzt holen wir uns das Zeug hier raus. Das sieht wie Gold aus, ja. Vor allem ist das viel. Wir können mal kurz gucken. Da. Nein, das ist... Oh, Eisen. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Da ist noch mehr davon. Das nehmen wir gleich alles mit. Wir brauchen ganz viel Eisen. Erst brauchen wir mindestens zwei Eimer. Und dann mache ich hier... Wobei, ich wollte ja sowieso in die Breite gehen, dann in diesem Gartenbereich, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, dann können wir das Loch eigentlich lassen. Und noch mindestens 4 Blöcke weiter hier nach vorne hin. 3, 4. 1, 2, 3. Ja, 4 ist... Ich schlage es erstmal in 4x4 weiter aus und dann werde ich es verbreitern. Eventuell müssen wir es dann sogar noch etwas breiter machen. Das werde ich dann sehen, wenn ich die Felder anlege. Aber es sollte auf jeden Fall eine ungerade Zahl sein. Eventuell müssen wir noch zwei weiter. Zwei weiter auseinander, meine ich, damit wir eine schöne Wandverkleidung da reinbauen können. Aus Holz zum Beispiel, Tropenholz. Das wird sich dann bemerkbar machen, wenn ich ein anderes Texture Pack benutze. So, hier einen hin, da einen hin. Na komm. Los, geh ab. Also. So. Ich muss das ja noch... Eigentlich muss ich das noch gar nicht zwingend so weit auseinanderkloppen. Weil ich ja sowieso dann komplett nach oben hin ausschachte. Das ist jetzt erstmal wurscht. Ich höre eine Höhle in der Nähe. Es geht ja in erster Linie nur darum, dass ich quasi weiß, okay, von hier bis da geht der Garten. So.
So, dann schlagen wir uns hier mal weiter mit 4x4 durch, ne? Das ist, denke ich, dann genug. Sollte ausreichend sein. So, zack, das Zeug weg. Das ist die. Oh, da gibt's Kohle, sehr gut. Die sammeln wir auch gleich ein. Erstmal machen wir hier noch ein bisschen Löcher rein. 1, 2, 3, 4, 5, alles klar. Kommt da noch eine Fackel hin. Nicht, dass uns hier irgendwann was Böses spawnen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und was machen. Das wäre sehr uncool. Nicht, dass wir wieder reinkommen, gerade oben am Craften sind und dann kommt da so ein blöder Creeper und sprengt uns irgendwas weg. Das wäre sehr uncool. Ich hasse diese Viecher generell. Das ist so. Die schleichen sich an einen an. Man hört sie nicht. Man hört sie erst, wenn sie explodieren. Das ist sehr gemein. Ich glaube, als ich das erste Mal überhaupt Minecraft gespielt habe, habe ich eine zweite Welt angefangen, eine Schneewelt gekriegt. Damals war das ja noch so, dass es nicht Wetterbiome gab, sondern wenn man durch Zufall wurde, dann vielleicht auch mal einfach eine Schneewelt generiert, aber da war dann immer Schnee. Und da habe ich dann auch meine erste Nacht in der Höhle verbracht. Überhaupt kein Problem, so wie das halt üblich war damals, ne? Beim erstbesten Block Kohle in ein Loch ins Feld schlagen und sich verbuddeln. Und dann komme ich am nächsten Morgen raus, schlachte gerade eine Kuh ab und mit einem Mal zischt das hinter mir und explodiert. Das war vielleicht bitter. Ich habe mit einem halben Herzen noch überlebt. Das war extrem uncool. Ich habe dieses Vieh einfach nicht gesehen. Deswegen sind die so gemein, diese Biester. So, Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ganz viel Kohle. Ist das geil, ey. Das hat sich ja richtig gelohnt, hier zu graben. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, obwohl ich bin eigentlich tief genug. Das ist. Ich gerade meinte, eventuell sollte ich noch eine Etage tiefer graben, um hier einen Fußboden reinzulegen, aber ich bin so tief unten drin schon, dass es eigentlich egal ist. So, schön. Die ganze Kohle einsammeln können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Oh, da ist ja noch mehr davon. Geil! Was für ein Glück, dass ein Teil davon noch oben sichtbar war. Sonst hätte ich das so übersehen. Immer her damit. Man kann niemals genug Kohle haben. Hier noch was wegnehmen. Da, obwohl, irgendwann hat man schon genug Kohle. So, dann ist da noch Kohle. War es das jetzt kohletechnisch? Sieht ganz so aus. Dann machen wir hier unten erstmal wieder dicht. Können wir ruhig hier Kies reinstecken. Dann wissen wir, dass wir hier gebuddelt haben. Na komm. Ups, das war ein bisschen doof. So. Außerdem kann ich mir so viel Kies sowieso nichts anfangen. Die brauche ich bestenfalls mal, um Wege zu legen. Also kann ich ihn hier auch wieder verwursten. So, hier haben wir gebuddelt. Alles klar. Dann graben wir weiter. 4x4. Das ist eine sehr spannende Folge, in der wir einen 4x4-Tunnel ausheben und ein paar wenige Ressourcen finden. Unglaublich interessant. Aber so ist Minecraft eben. Jeder, der das gespielt hat, der kennt dieses Phänomen. Ich habe. Das war damals noch in der Alpha-Phase. Da habe ich auch auf einem Hügel eine Hütte gebaut und auch in den Keller gegraben, quasi in den Berg hinein. Und habe ich unten, ich habe diesen ganzen Berg ausgehöhlt, komplett. Das war eine Arbeit. Ich habe Unmengen an Spitzhacken dafür verwendet, Steinspitzhacken natürlich. So, jetzt sollte ich mal kurz gucken, wie weit sollte der Garten gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Och, das passt ja im Endeffekt genau hin. Ich könnte ihn aber natürlich noch weitermachen, ne? 11, 12, 13 gehen wir mal. 14, 15 für die Wandverkleidung. Bis hierhin geht der Garten, deswegen schlage ich hier oben nochmal eine Kante rein. So. Fackel dazu. So, sehr gut. 4, 5, da kann eh wieder eine Fackellinie drücken. Nein, nicht dahin, dahin bitte, danke. Gut, graben wir weiter. Gucken, ein paar Ressourcen hätte ich ganz gerne noch, bevor wir hier anfangen, großartig. Obwohl, ich kann eigentlich jetzt schon nach links und rechts graben, ne? Oh, da ist noch mehr Eisen. Sehr gut, mal gut, dass ich hier weitergegraben habe. Kann ich eigentlich zusehen, dass ich mir eine Eisenrüstung schon mal mache, ne? Jetzt ist das Ding natürlich kaputt. Und ich habe auch nur noch eine Spitzhacke. Und wenn die leer ist, kümmern wir uns um andere Sachen.
So, zack, zack, zack. Gut, da hat gerade meine Stoppuhr gemeldet, dass die Zeit um ist, aber ich mache noch ein bisschen weiter. So, das Eisen haben wir auch. Und dann schlagen wir das noch komplett frei. Wir machen nochmal diesen einen Fünferblock hier, machen wir noch weg. Und dann ist gut. Und dann werden wir beim nächsten Mal in den Gartenbereich zurückgehen und den weiter ausheben. Und dann können wir auch mal gucken, was unsere Melonen da draußen machen. Eisen habe ich jetzt genug für ein paar Eimer. Das ist ja schon mal vorteilhaft. 1, 2, 3. Ja, komm, zwei noch. Oh, da ist noch Kohle. Sehr gut. Aber die holen wir uns in diesem Part nicht mehr. Wir legen das jetzt erstmal nur frei. Und dann soll es gut sein für heute. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können natürlich auch mehrere Gärten machen, theoretisch. Einen für Melonen, einen für Zuckerrohr, einen für Getreide und so weiter. Können wir durchaus machen. So, eine Fackel setzen. Natürlich jetzt nicht da, wo die Kohle ist. Das wäre rechtlich dämlich. Deswegen kommt die hier drüben hin. Und an der Stelle ist dann mal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Bis dann.